Herzlich willkommen zu UX Summer School Teil 2. Ein Blick in den Werkzeugkasten, Tools und Methoden, um die User Experience zu messen. Und das Ganze im Überblick. Mein Name ist Till Winkler. Ich bin Geschäftsleiter der Scopus Nova. Und neben mir habe ich sitzen Sebastian Schmidt, Leiter Forschung und Entwicklung bei Scopus. Genau, wir wollen Sie in den nächsten circa 30 Minuten durch den kleinen Werkzeugkasten führen. In unserer Summer School hatten wir in der letzten Woche eine kleine Einführung in das Thema UX, UX-Forschung, warum wichtig, warum notwendig. Falls Sie das verpasst haben, dann können Sie sich das gerne auf unserem YouTube-Kanal anschauen oder uns einfach nochmal anschreiben und dann werden wir das wahrscheinlich nochmal für Sie halten. Heute ist Teil 2 der Werkzeugkasten. Ja, wir zeigen Ihnen einfach mal eine Bandbreite, was man im Bereich UX so verwendet, wo die Vor- und Nachteile liegen, was der Ausblick ist. Und im dritten Teil nächste Woche gehen wir einen Schritt zurück und sprechen über User Needs als Ausgangspunkt für die Entwicklung überhaupt. Alle sagen ja, man sollte user-centered arbeiten, bauen dann erstmal das Produkt, zeigen es dann dem Nutzer. Und wir wollen zeigen, wie man schon mit dem Nutzer und den Bedürfnissen, Needs, was gibt es da noch, was man dann verwendet, Pain Points etc., schon beginnen kann, um eben zu überlegen, was ist für unsere Zielgruppe wichtig, was könnten wir da entwickeln. Auch das wird richtig spannend und ich kann so viel schon mal dazu verraten, falls jemand früher raussteigen muss. Teil 3 wird der Abschluss, das Grand Finale unserer UX Summer School sein. Wenn Sie Wünsche und Anregungen haben für diesen Teil 3, dann schicken Sie uns das auch einfach zu. Die E-Mail-Adressen binden wir hinten auf dem letzten Chart oder so ein, aber auch unter der unten angegebenen Webadresse können Sie uns erreichen. Also wenn Sie Wünsche haben, was wir in Teil 3 noch zusätzlich besprechen sollen oder nochmal aufgreifen sollen, immer her damit. Im letzten Teil hatte ich diese Pyramide gezeigt, um den Unterschied zwischen Usability und User Experience zu verdeutlichen eigentlich. Und Zugang kann man quantifiziert erfassen. Nützlichkeit vielleicht auch noch. Usability wird häufig auch versucht, quantifiziert zu erfassen. Ist schon gar nicht mehr so leicht. Und User Experience, ein Bereich, der eine sehr stark affektive, emotionale Komponente hat, kann man eigentlich nicht besonders gut erfragen. Aus diesem Grund gibt es zwei wichtige Aspekte, die eigentlich in dem gesamten UX-Toolbox-Bereich zu beachten sind. Wie geht man vor? Man befragt, aber viel, viel wichtiger ist, dass man beobachtet. Man muss den Nutzer beobachten, um diesen, wow, das ist cool oder ich komme hiermit nicht klar, Moment zu erfassen. Wenn man ihm eine Skala vorlegt und sagt, ja, aber kreuz doch mal an, auf einer Skala von 1 bis 5, das wird nicht funktionieren. Von daher suchen Sie die Nähe und die ganzen Methoden, die wir Ihnen eigentlich vorstellen, suchen auf die eine oder andere Art und Weise die Nähe zum Nutzer. Ganz kurz ein Recap vom letzten Mal. Wir hatten Ihnen gesagt, dieses klassische, der Usability-Test im Studio hat meistens circa 60 Minuten Dauer und beschäftigt sich mit dem Produkt. Das kann eine App sein, eine Website sein. Das ist in der Regel der sehr wohlverdiente Klassiker. Auch wenn UX ein neues, spannendes, oft digitales Thema ist, sind es die Methoden gar nicht immer. Und der Klassiker bewährt sich, indem man sich wirklich neben seine eigene Zielgruppe setzt oder uns das machen lässt, Sie dürfen dann hinter der Scheibe Platz nehmen und schaut, wie der Nutzer mit dem Produkt interagiert, welche Gefühle dort auftreten und auch welche Stolpersteine da sind. Also tatsächlich hatten wir heute Morgen gerade so einen Test durchgeführt. Ich komme aus dem Teststudio, wo es deutlich kühler war als bei uns im Büro, muss ich sagen. Aber ich glaube, das waren jetzt mehr Hitzewitze müssen wir nicht machen. Das ist wirklich der Klassiker. Man kann da so wahnsinnig viel rausziehen aus diesem klassischen Usability-Test. Aber es gibt vielleicht auch die Momente, wenn die Zielgruppe sehr, sehr verstreut ist oder wenn man vielleicht etwas weniger Budget oder weniger Zeit hat, dann gibt es natürlich auch Testalternativen, die ganz gut greifen, weil sie auf einem ähnlichen Mechanismus beruhen wie eben der Studio-Test. Genau, und das ist quasi die erste Sonderform des klassischen UX-Testings und das ist dann der moderierte Remote Usability Test, was eine ziemlich abgefahrene Bezeichnung ist für, wir sprechen nicht mit dem Kunden persönlich, sondern wir nutzen Skype oder ein ähnliches Web-Conferencing-Tool, wie jetzt hier auch im Rahmen des Webinars,
um eben gemeinsam mit dem Nutzer ein Interview zu führen und uns auch so ein bisschen erklären zu lassen, wie nutzt eine Person eine App, eine Website oder Ähnliches. Wir haben das, glaube ich, 2016 irgendwie im Rahmen von einer größeren Studie mit der Süddeutschen Zeitung gemacht, deswegen auch hier eingeblendet und da eben auch methodisch mal drauf geachtet, was sind eigentlich so die Unterschiede zwischen einem klassischen Usability-Test im Studio und dem halt eben, wenn man es remote durchführt, also wir ganz komfortabel aus dem Büro heraus mit Personen in der ganzen Republik oder potenziell eben auch weltweit tatsächlich dann sprechen können, wo die Person sich mal auf ihrem gewohnten Device eben quasi aufschaltet und wir eben gemeinsam mit denen Aufgaben durchgehen, wo wir eben evaluieren, wie kommen die Personen mit der Website oder mit einer App klar. Das Ganze ist eigentlich relativ naheliegend. Die Interviewsituation ist natürlich dann nicht mehr ganz so eng wie in einem Studio, wo man eben eins zu eins gegenüber sitzt, aber es hat natürlich einige Vorteile. Till sagt es ja schon oder sprach es bereits an. Das eine ist natürlich, man muss nicht mehr überall hinreisen. Man kann relativ spontan, wenn die Person eben gerade Zeit hat und wenn es auch mal in den Abendstunden ist, quasi eine Session einberufen, in der man eben dann ein Interview durchführt. Das Ganze ist halt eben auch total praktisch, weil es über die ganze Republik verstreut eben sehr, sehr gut funktioniert, was für bestimmte Zielgruppen eben einfach total Sinn macht. Wir müssen nicht mehr groß rumreisen, sondern haben effektiv einfach nur die Interviewzeit. Und können so eben sehr, sehr flexibel auch irgendwie, wenn es über mehrere Wochen immer mal wieder ein paar Interviews gibt bei einer sehr schwer erreichbaren Zielgruppe, eben genau dann mit einem Remote Usability Test agieren. Weiterhin, die Personen sind eben nicht in so einer künstlichen Studioatmosphäre, wo am Anfang erstmal gefragt wird, wer sitzt denn hinter dem Einblickspiegel, sondern die Personen sind eben ganz normal zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld. Und was aus unserer Sicht eigentlich noch wichtiger ist, sie müssen sich nicht an irgendwie neues Equipment gewöhnen, an irgendeinen PC, den sie nicht kennen oder dann auf einmal herausfinden, welche Feinheiten dann der Mac hat, der für den Test irgendwie aufgebaut ist, sondern sie können ganz normal ihr eigenes Endgerät verwenden, Smartphone, Tablet, was auch immer und dann eben auch so agieren, wie sie eben ganz normal gewohnt sind mit allen Bookmarks etc. Genau, und natürlich der große Vorteil weiterhin, wir können überregional rekrutieren, können da schauen, wo sind die Personen und dann eben ganz flexibel Interviews durchführen. Das Ganze hat natürlich auch ein paar Nachteile, wenngleich es von uns, von der Einschätzung her, ein sehr, sehr probates Mittel ist, also als Methode einfach echt in ganz vielen Fällen total praktisch. Voraussetzung ist natürlich, dass die Teilnehmer zumindest insofern technikaffin sind, dass sie unfallfrei irgendeine Form von Webconferencing-Software zumindest beitreten können und sich eben auch damit einigermaßen sicher fühlen, dass die ganze Interviewsituation nicht dadurch verfälscht wird, dass man 45 Minuten lang gegen die Technik kämpft. Und es hat natürlich noch eine etwas geringere Tiefe. Wir haben keine persönliche Gesprächssituation, sondern es eben so ein bisschen wie am Telefon oder auch hier im Webinar, wobei ich hoffe, dass wir uns natürlich allen aufmerksam zuhören. Aber es ist eben so, dass natürlich die Aufmerksamkeit auch einfach ein bisschen schneller abbaut, als wenn man jetzt wirklich in einem Interview über 60 oder 90 Minuten, teilweise auch in der Spitze eben, sich persönlich damit wirklich auseinandersetzen kann. Genau, das war der moderierte Remote Usability Test. Demgegenüber gibt es noch die unmoderierte Variante, was im Prinzip bedeutet die Abwesenheit eines Moderators, deshalb unmoderiert. Das bedeutet, den Personen werden Aufgaben gestellt, guckt euch mal bitte das Folgende auf der Website an, sucht mal bitte das raus. Währenddessen wird der Bildschirm aufgezeichnet und die Personen sind angehalten, dann darüber zu sprechen, wie sie suchen, was sie sich erhoffen, was sie finden. Das Ganze ist eigentlich natürlich ein recht smarter Ansatz, da er gewissermaßen skalierbar ist. Man braucht nicht mehr diesen Interview dabei, sondern die Personen haben ein Stück weit eben die Möglichkeit der Selbstauskunft und man kann eben auch eine größere Anzahl an Tests relativ einfach durchführen. Das bedeutet, es ist total schnell aufgesetzt. Das Einzige, was man braucht, ist eben sehr passgenaue Aufgaben, die eben so erklärt werden, dass die Person auch ohne weitere Feedback eben von dem Interview auch damit klarkommt. Es ist vergleichsweise günstig, eben einfach, weil die Moderationskosten entfallen und man kann es eben auch in größeren Mengen durchführen. Das klingt natürlich zunächst erstmal total attraktiv. Allerdings ist aus unserer Sicht so, dass im Detail dann doch auch einige Nachteile stecken. Das eine ist natürlich, die Aufgaben müssen natürlich klar so formuliert sein, dass jeder damit klarkommt. Allerdings ist es natürlich auch so, dass es für jeden Interviewpartner, jeden Befragungsteilnehmer total ungewohnt ist, sich durch eine Website zu navigieren und dann irgendwie alleine zu Hause rumzusitzen und dann irgendwie in den leeren Raum reinzusprechen, was man da gerade so tut. Das führt ganz häufig dazu, dass am Anfang irgendwie so ein bisschen verhalten gesprochen wird und dann aber irgendwie der Monolog relativ schnell einschläft. Man hat daher dann nur noch irgendwie das Verhalten, wo haben sich die Personen langgeklickt, was sie erwarten, was sie erleben. Man kann nicht mehr nachfragen, dadurch geht natürlich eine ganze Menge an Informationen verloren. Und damit einhergehend ist es halt eben umso wichtiger, eben die Teilnehmer zu finden, die auch wirklich
so etwas in einem Monolog irgendwie durchführen können. Das sind deutlich weniger, als man eben tatsächlich so meint, eben einfach, weil es so ungewohnt ist tatsächlich. Und es eben auch nicht jedem liegt, so da den alleinigen Moderator mal eben abzugeben. Und man hat natürlich mit sehr, sehr wenig Aufwand Daten erhoben. Tatsächlich ist aber natürlich so, um aus dem Ganzen irgendwie eine Form von Sinn zu schöpfen, muss am Ende trotzdem jemand mit einer gewissen Fachexpertise sich diese ganzen Videos anschauen, sich Notizen machen, anschauen, wo gibt es hier vielleicht Probleme, was Usability, User Experience angeht. Und das bedeutet, man verwendet eine ganze Zeit darauf wirklich auf die Auswertung, weil man nicht im Rahmen von einem normalen Interview bereits schon Erfahrungen gesammelt hat, wo normale Problemstellen sind. Das heißt, hier haben wir dem auch einen Zeitverzug, weil sozusagen das Erforschen, die Auseinandersetzung mit Ergebnissen erst eben anfängt, wenn das Video quasi im Kasten ist und die ganzen Interviews auch durchgeführt sind. Das ganze Wissen des Interviews ist hier natürlich dann nicht vorhanden. Genau, das war der unmoderierte Test. Demgegenüber gibt es noch eine, sage ich mal, Light-Variante, nicht wahr, Till? Einfach nur Test. Genau, das nächste, was wir Ihnen vorstellen möchten, ist das Bus-Testing. Ich könnte mir vorstellen, dass es dafür auch andere Namen gibt. Zeigen möchte ich es am Beispiel des Usability-Test-Essens. Das funktioniert so: Man hat 6 Stationen und an jeder Station steht ein Produkt oder ein Teil eines Produktes oder etwas, was man in circa 12 Minuten evaluieren kann. Und dann werden die Nutzer von Station zu Station quasi getrieben und dürfen dort quasi Mini-Usability-Tests durchführen. Das ganze Usability-Test-Essen gibt es in vielen deutschen Städten. Wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, das gibt es auch in anderen Formaten. Der Vorteil ist, man kann das an einem Abend relativ zügig umsetzen. Die Kosten sind auch gering. Also tatsächlich arbeiten wir bei dem Usability-Test-Essen auch nicht mit großen Incentives oder Rekrutierung. Die Leute rekrutieren sich quasi fast selber über Facebook-Gruppen. Pizza und Bier ist das Incentive. Und man hat alles an einem Abend. Und für kleine Fragestellungen, wie gesagt, es dauert nur 12 Minuten eine solche kleine Session. Und mit ein bisschen Einführung und Ausführung hat man vielleicht 8 bis 9 Minuten. Dafür ist es ziemlich gut geeignet. Ein weiterer Vorteil von diesen Bus-Testings ist tatsächlich, dass wenn man es in einem Unternehmen durchführt, also gar nicht neutral an einem dritten Ort, sondern in einem Unternehmen, dass man es auch teilweise ganz gut nutzen kann, um Change Management zu betreiben. Oder was heißt zu betreiben, aber zu unterstützen, indem man einfach den Stakeholdern oder den passenden Entscheidern zeigt, schau mal, in einem kleinen Format kann das so und so funktionieren. Da muss man kein großes Fass aufmachen, sondern hat eben die Möglichkeit, das in einer sehr gemütlichen, sehr freundlichen Atmosphäre, ist ja auch immer wichtig, schon mal zu demonstrieren. Und wenn man dann sagt, da wollen wir noch tiefer rein, dann greift man eben auf andere Methoden zurück, so wie wir das eben zum Beispiel gehört haben. Natürlich hat das Ganze auch ein bisschen Nachteile. Der erste ist relativ evident. In 12 Minuten kann ich nicht viel machen. Das sind wirklich nur kleine Teilaufgaben. Erste Schritte, der erste Eindruck, den man evaluieren kann. Es ist tatsächlich nicht sehr zielgruppenspezifisch im Sinne von, dass wir sehr eng definierte Zielgruppen verwenden können, weil es einfach das Ganze deutlich schwieriger macht. Und dadurch, dass es in so einem offenen Raum ist, ist es nichts für sehr streng geheime Projekte und Prototypen. Wenn ich persönlich daran denke, dass wir sehr, sehr häufig Produkte testen, die eigentlich schon auf dem Markt sind, bei denen man irgendwann mal gesagt hat, na, irgendwas klappt hier nicht, wir müssen da mal einsteigen. Ich glaube, für sowas, für so die erste Fehlersuche, kann das ganz interessant sein. Also würde ich Ihnen tatsächlich auch empfehlen, wenn ein Testessen bei Ihnen in der Nähe ist, gehen Sie da mal hin, das ist wirklich interessant. Oder vielleicht stellen Sie da auch eine Station bereit. Oder Sie überlegen vielleicht dieses Konzept auch in Ihrem eigenen Unternehmen zu etablieren oder mal auszuprobieren. Wenn Sie dazu irgendwelche Fragen haben, dann kommen Sie natürlich auch gerne zu uns. Dann möchten wir Ihnen einen Case vorstellen, und zwar unser Idealo-Case, also der ideale Case sozusagen. Wir haben vorletztes Jahr einen Anruf von Idealo bekommen. Viele von Ihnen werden die Plattform sicherlich kennen. Ein Online-Vergleichsportal, über das man auch einkaufen kann. Und die riefen uns an und sagten, hey, unsere Navigationsstruktur ist ein totales Patchwork-Ding. Wir haben immer neue Sachen hinzugefügt und irgendwie so richtig gerade ist das alles nicht mehr. Können wir das nicht mal untersuchen, testen und mit Nutzern einen neuen Vorschlag unterbreiten und das Ganze bitte agil? Und tatsächlich hatten wir damals mit unseren Ansprechpartnern bei Idealo den Deal, es gab ein fixes Budget und wir gucken dann, was Sinn macht. Wir gucken, was wir als nächstes machen. Und
um diese ideale Struktur quasi zu identifizieren, haben wir im ersten Schritt Workshops durchgeführt, ganz klassisch im Studio, und haben mit den Nutzern einen Online-Shop gebaut mit Karten. Relativ simpel, wirklich, kein abgefahrener Ansatz. Wir wollten einfach nur wissen, was muss alles in so einem Online-Shop drin sein und wie würdet ihr das verorten, verankern, strukturieren. Und dann waren wir mit Kärtchen beschäftigt für 2 Stunden und hatten unsere ersten Inhalte. Dann wollten wir das Ganze aber irgendwie quantifizieren. Und deswegen möchte ich Ihnen die Methode des Card-Sortings im Online-Format noch einmal vorstellen. Jetzt haben Sie ja eben gehört, dass ich gesagt habe, man muss die Nutzer alle beobachten. Ja, hier sehe ich jetzt keinen Nutzer, ich rede gar nicht mit dem, das ist einfach eine Online-Befragung, in dem der Nutzer verschiedene Karten bekommt, Kategorien, und diese so gruppieren soll, dass es für ihn Sinn macht. Er kann diese Gruppierungen auch umbenennen, er kann das nachträglich auch nochmal ändern. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, quasi diese Struktur an der Stelle zu schaffen. Wir beobachten ihn aber eigentlich dennoch, weil wir lernen etwas über sein Sortierungsverhalten. Beim Card-Sorting, und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ein ganz offenes, indem ich einfach sage, hier sind 20 Karten, mach mal, ein geschlossenes, indem ich sage, hier sind 20 Karten, da sind 3 Kategorien, bitte sortiere das zu und Mischform. Ein Card-Sorting ist dafür da, dass wir verstehen, wie der Nutzer in seinem Kopf Inhalte anordnet. Wer UX gehört hat, hat sicherlich auch schon das mentale Modell des Nutzers gehört. Das ist eigentlich das. Wie ordnet der Nutzer Inhalte an? Wie gruppiert er diese in seinem Kopf? Und von da kann man Navigationen bauen. Man weiß, wie man Inhalte anzuordnen hat. Man weiß, welche Inhalte man gegenüberstellen muss. Und dafür ist dieses Card-Sorting gut. Wir haben hier ein Tool verwendet, das man in eine Online-Befragung ziemlich gut einbinden kann und wo man dann sehr, sehr schnell automatisiert Ergebnisse rausbekommt. Das Ganze hat natürlich die Vorteile, dass ich, wie ich schon gesagt habe, dass ich Kategoriencluster bilden kann aus Nutzerperspektive. Also wenn Ihnen das zu abstrakt ist, kann man immer an den Supermarkt denken, finde ich. Apfel gehört neben. Ja, wahrscheinlich hat irgendwie ein paar Leute haben gerade Birne gedacht, aber nicht so sehr Leberwurst. Und darum geht es eigentlich, dass man weiß, neben was wird der Apfel sortiert, neben was wird die Leberwurst sortiert. Und man erhält durchaus konkrete Namensvorschläge, weil häufig weiß man ja als Unternehmen, wie man seine Produkte gruppiert, aber nicht so richtig, was ist der Überbegriff. Tools 1, 2, 3 und da hilft der Nutzer schon. Aber das Card-Sorting hat insbesondere im Online-Kontext auch Nachteile. Erstens, man muss sich davon verabschieden, dass der Nutzer einem die perfekte Website-Struktur präsentiert. Man bekommt lediglich Impulse, Input, um zu wissen, wie man es besser machen soll. Und man erkennt gewisse Muster, aber man bekommt nicht die fertige Struktur daraus. Und wenn man es online macht, überfordert es den Nutzer irgendwann. Wir hatten, glaube ich, mal ein Card-Sorting mit über 40, 50 solcher Karten und haben gemerkt, die ersten 20, 30 werden einsortiert und der Rest wird einfach unter Sonstiges geklatscht. Das liegt einfach an der Überforderung. Im Studio kann man dem natürlich entgegenwirken, indem man als Moderator gegenübertritt und mit den Nutzern spricht. Aber an dieser Stelle, im Online-Kontext muss man darauf achten, dass man den Nutzer eben nicht sehr stark überfordert. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel Navigationen zu bauen, Inhalte zu strukturieren, weil man nicht genau weiß, wie gruppiert der Nutzer das, kann man sagen, dieses Tool ist wirklich, wirklich gut geeignet. Aber das war natürlich nicht das Ende. Wir haben nach dem Card-Sorting hatten wir bei Idealo erste Ideen für die Struktur und hatten dann aber ein paar Wording-Probleme. Wir wussten beispielsweise nicht, heißt es jetzt gescheiterweise Fashion, Mode, Bekleidung, Klamotten? Je nachdem, wie man befragt hat, kam wieder was anderes raus. Deswegen hatten wir über das Remote-Verfahren ein paar Einzelinterviews durchgeführt, um diese Wording-Sachen einfach klar zu kriegen. Und im Anschluss wollten wir das Ganze dann natürlich irgendwie mal testen. Und dafür haben wir ein weiteres Verfahren verwendet. Genau, denn es war so, wir hatten dann sozusagen zwei, eigentlich aus unserer Sicht nicht ganz fertige, aber doch schon ziemlich weit fortgeschrittene Website-Strukturen tatsächlich aufgebaut, wo, wie Till irgendwie erklärt hatte, wir uns darauf entschieden hatten zu sagen, okay, das ist der Bereich Fashion und darunter kommt dann Herren oder Damen und das andere war eben Bekleidung mit Herrenbekleidung, Damenbekleidung. Und auf Basis dieser zwei Website-Strukturen, die wir entwickelt hatten, wollten wir wissen, welche ist denn tatsächlich besser.
Und dafür haben wir das Tree-Testing verwendet. Das Tree-Testing, der Tree kommt einfach daher, dass es quasi um diesen Suchbaum gibt, also das, was man so kennt als Sitemap. Denn diese ganze Sitemap kann man einfach nutzen, einlesen in die Software, die wir genutzt haben, wie man hier sieht, und auf der Basis eben Tests durchführen. Das heißt, auch hier beobachten wir den Nutzer. Wir stellen ihm eine Aufgabe, wie zum Beispiel, du hast, in dem Fall ist es jetzt für den Bereich Telekommunikation, dein Handy verloren oder ein gebrauchtes Smartphone gekauft und du brauchst auch eine neue SIM-Karte. Wo würdest du danach schauen? Und dann präsentiert man eben diesen Suchbaum, den Tree, und auf der Basis kann die Person sich eben da durchklicken und sagen, ah, okay, ich würde die Lösung genau hier vermuten. Das heißt, wir können auf der Basis dann mehrere Aufgaben stellen und kommen dann so zum Ergebnis, wo wir sehen können, ah, so und so viel Prozent der Personen vermuten also innerhalb dieser Navigationsstruktur die richtige Aufgabenlösung, in dem Fall das zu suchende Produkt bei Idealo, genau hier. Ein sehr schönes Verfahren, weil man eben tatsächlich auch hier wieder Nutzerverhalten beobachtet und nicht danach so komplett frei herausfragt, sondern eben auch mit der gegebenen Website-Struktur arbeitet. Und das Ganze eben auch ein recht gut zu standardisierendes Verfahren, sodass man eben auch recht belastbare Ergebnisse erhält. Exemplarisch kann das Ganze so aussehen, auch hier für den Bereich Telekommunikation, dass man auf der linken Seite sieht, dass man dann die 8 Aufgaben gestellt wurden, also bei dem ersten exemplarisch. Es mussten Informationen zum Thema Roaming gesucht werden, also unter welchen Voraussetzungen kann ich denn im Ausland telefonieren. Wir haben das untersucht für die Navigationsstruktur der Telekom, für Vodafone O2. Für die erste Aufgabe sieht man, mit 77% war die richtige Aufgabenlösung, bei Vodafone am häufigsten der Fall, Telekom dann noch knapp vor O2, allerdings auch schon mit einem relativ großen Unterschied. Neben der Auswertung der Success Rate, also wie viele Personen haben denn die, in Anführungszeichen, richtige Lösung, also die von uns angedacht richtige Lösung gefunden, erhalten wir natürlich hier auch Informationen darüber, wo hat die Person denn überhaupt gesucht, wie lange hat sie gebraucht bis zur Aufgabenlösung und war es so, dass sie ganz häufig in der Navigationsstruktur von vorne nach hinten durchgesprungen ist und wieder zurück, was häufig bedeutet, man weiß eben nicht so ganz genau auf der ersten Ebene, wonach man denn sucht. Genau, das Verfahren bringt dadurch sehr, sehr valide Ergebnisse, eben weil wir wirklich auf tatsächlich Nutzerverhalten abzielen. Das lässt sich sehr gut, sehr schnell aufsetzen und der Aufwand zwischen, wir testen 2 und 3 Website-Strukturen, ist echt überschaubar. Und auch hier ist eben wieder dieses Verständnis des mentalen Modells einfach entscheidend. Denn wir sehen genau, wo hat die Person denn gesucht? Und nur, weil wir am Anfang gesagt haben, ach, eigentlich müsste es ja unter Herrenbekleidung zu finden sein. Wenn alle Personen es unter einem anderen Begriff suchen, macht es vielleicht einfach Sinn, alle Produkte des Bereichs dann einfach darunter zu packen und zu sagen, naja, es war vielleicht von unserer Seite aus nicht die richtige Lösung, aber es war für Nutzer die richtige Lösung, dann ordnen wir die Produkte einfach hier entsprechend an. Ein paar Nachteile hat oder Limitationen hat das Ganze natürlich auch. Hier können wir erstmal nur eine Aussage über die Navigationsstruktur treffen. Wie man gesehen hat, es gibt kein User-Interface, was der Website angepasst ist und dann natürlich Menüs, Navigationen, wie diese ausgestaltet sind und auch genau im Kontext der Website beschrieben sind, durchaus auch einen Unterschied machen im Sinne von, finde ich was oder nicht, können wir hier eben das nicht alles komplett durchtesten. Und auch hier ist eben so, es gibt keinen Moderator, keinen Interviewer. Das heißt, die Aufgabenstellung muss so gewählt sein, dass auch jeder wirklich versteht, was muss ich hier denn überhaupt suchen. Und wenn man nur mit Fachbegriffen arbeitet, Beispiel im Roaming, weiß überhaupt jeder, was das ist, dann wird es natürlich schon schwierig, hier eine richtige Aufgabenlösung zu finden, weil man die Aufgabenstellung nicht mal richtig verstanden hat. Das ist das irreguläre Tree-Testing. Darüber hinaus gibt es eben auch das Tree-Testing, wo man wirklich mit einem User-Interface arbeitet, wo man Personen eben wirklich auf die Website schicken kann und auch hier wieder Aufgaben erledigt werden sollen. Das haben wir auch mal so ein bisschen dargestellt. Man stellt auch hier einfach eine Aufgabe, erklärt nochmal ganz kurz, worum geht es, und dann kommt man hier eben tatsächlich auf die Website, kann sich hier durchnavigieren und dann am Ende auch sagen, hier genau in diesem Bereich vermute ich, dass die richtige Aufgabenlösung ist. Also das Ganze eigentlich wie ein reguläres Tree-Testing, nur dass Sie es eben wirklich mit einer Live-Website oder auch mit einem Website-Dummy testen können. Aufgezeichnet werden dabei komplett alle Suchpfade und wie lange auch es gebraucht wurde, bis zum richtigen Ergebnis zu kommen, dass auch eben auch eine sehr, sehr sinnvolle Auswertung möglich ist, eben auch gerade, weil man es wirklich in einem richtigen Kontext testet, wo man weiß, naja, wenn es jetzt auf unserer Scopus-Website nicht funktioniert, dann funktioniert es eben auf der Scopus-Website nicht. Das Ganze hat allerdings noch ein paar besondere Anforderungen, sodass es manchmal eben auch Sinn macht, das Ganze ohne User-Interface zu testen. Wenngleich es natürlich auf jeden Fall realitätsnäher ist, der Setup-Aufwand ähnlich hoch oder gering ist, je nachdem, wie man sieht, gegenüber dem regulären Tree-Testing. Und sie natürlich auch den Vorteil haben, dass sie mit unterschiedlichen Endgeräten testen können. Kommen zum Beispiel Smartphone-User auf ihrer Website schlechter irgendwie mit der Navigation zurecht, weil die eben nicht richtig mobile optimiert ist oder hier gewisse Erklärungen einfach fehlen.
Allerdings sind diese Verfahren nicht mit allen Browsern kompatibel. Es benötigt einen modernen Browser und je nach Software zumeist auch ein Browser-Add-in, was installiert werden muss, was dadurch natürlich auch einigen Nutzer potenziell davon abschrecken kann, eben an dieser Studie teilzunehmen. Das heißt, man braucht ein bisschen mehr Aufwand, was die ganze Rekrutierung angeht. Da wir eben mit der Website arbeiten, allerdings auch hier keine Nachfragen stellen können, ist die Tiefe der Analyse dann auch irgendwann wieder begrenzt. Und da es halt eben wirklich im regulären Browser läuft, ist natürlich auch immer die Gefahr der Ablenkung vorhanden, dass man denkt, ach, wo ich hier gerade schon mal drauf bin, informiere ich mich doch auch nochmal gerade ein bisschen darüber weiter. Und ach, ich wusste gar nicht, die haben auch einen Online-Shop, dann gucke ich mal, was es denn hier gibt. Und schon bedeutet das, dass die Aufgabenlösung, die Zeit bis dahin deutlich länger dauert, ohne dass es vielleicht am User-Interface liegt, sondern einfach in dem Fall tatsächlich an dem Nutzer. Genau. Wir hatten Ihnen eben schon mal von diesem Idealo-Case erzählt, diese Journey, die wir da gegangen sind. Ganz zum Schluss haben wir das beendet, indem wir die alte Struktur genommen haben und die neue von uns erarbeitete und haben mit beidem einen Tree-Test gemacht und die gleichen Aufgaben gestellt und wollten einfach gucken, was kam dabei rum. Und einfach, um Ihnen zu zeigen, dass das schon durchaus einen Effekt haben kann, möchte ich Ihnen einfach 4 kurze Ergebnisse zeigen aus diesem finalen AB-Test. Grundsätzlich konnten wir die Anzahl der Kategorien auf Ebene 2 deutlich reduzieren, von 481 in der alten Struktur auf 59, was natürlich schon mal dafür spricht, dass es deutlich übersichtlicher ist. Das haben die Nutzer auch so gesehen. Und sehr, sehr viel interessanter in diesem Test, wir haben geschaut, wie lange benötigen die Nutzer eigentlich bis zu einer Aufgabenlösung. In der alten Struktur waren das 21 Sekunden, in der neuen Struktur 9 Sekunden. Und wer sich jetzt auskennt mit Verweildauer und Ablenkungsgefahr auf einer Website, für den ist eine Halbierung von diesem Wert großartig. Und natürlich, wir konnten die Success Rate, man könnte es jetzt auch mit Conversion Rate quasi betiteln, konnten wir von 59 auf 76% steigern. Das natürlich nur in dem methodischen Setup dieses AB-Tests. Auf der Website ist es danach implementiert worden. Von da haben wir leider die aktuellen Zahlen nicht. Aber uns wurde gesagt, dass es deutlich, deutlich besser ist und die Nutzer deutlich, deutlich schneller zu ihrem Ziel finden. Von daher, wenn man solche UX-Methoden in Kombination anwendet, kann das schon einen riesigen Vorteil haben. Ein Punkt, unabhängig von diesem Idealo-Case, auf den möchte ich ganz kurz eingehen, und das ist das Thema Eye-Tracking. Beim Eye-Tracking gibt es unterschiedliche Methoden inzwischen. Es gibt noch diese großen Brillen, es gibt diese Leisten, die man mit dem USB-Anschluss an den Rechner, Bildschirm oder Laptop legen kann. Es gibt teilweise auch interessante Webcam-Eye-Tracking-Anbieter. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber die Frage ist immer, wann verwende ich eigentlich Eye-Tracking? Weil es ist aufwendig, es ist durchaus ein finanzieller Aufwand und das wissen viele Unternehmen nicht, die das bei uns anfragen, also Sie wahrscheinlich schon, aber viele nicht, dass eine Exploration in der Zeit nicht möglich ist. Also ich kann nicht neben dem Nutzer sitzen als Interviewer und sagen, such das mal, und wenn er irgendwo stockt, frage ich schnell nach und sage, Moment, was hättest du da erwartet? Weil dann guckt er zu mir oder guckt woanders hin und dann ist das die Aufzeichnung schon wieder für die Tonne. Deswegen stockt die Exploration während dieser Aufzeichnung. Das ist die eine Sache, das geht uns leider daher flöten. Und B, Eye-Tracking, also das ist jetzt ein bisschen unsere Meinung, aber Eye-Tracking macht total Sinn, wenn es um neue Designs geht. Wenn man nicht genau weiß, wie die Dinge zusammenarbeiten, wo guckt der Nutzer zuerst hin, was harmoniert mit was. Allerdings ist es so, dass die allermeisten Websites, so individuell und besonders sie auch sind, eigentlich auf gelernten Mustern beruhen, zumindest das grundsätzliche Design, also dass das Logo oben links ist, hat seinen Grund. Und dass da, wo ein Bild ist, dass man da hinschaut und wie man den Text anordnet, das sind alles bekannte Grundlagen. Und was wir häufig versuchen nicht zu machen, ist, dass man diese Grundlagen nur mit einer anderen Farbe nochmal bestätigt zum Thema Eye-Tracking, wenn es um das Thema Usability geht. Von daher, Eye-Tracking, es gibt interessante Methoden. Manchmal macht es total Sinn, wenn man eine neuartige Komposition hat und vielleicht, wenn man auch sehr aufmerksamkeitswichtige Aspekte auf seiner Webseite oder auf seinem Interface verortet. Aber prinzipiell, unsere Meinung, sollte man sich die Anwendung von Eye-Tracking einfach sehr, sehr gut überlegen, weil man hat eine sehr geringe Stichprobe, man klaut sich meistens Zeit, die man mit Kalibrierung und Durchführung verwendet und nicht mit Exploration. Und da muss man einfach zweimal hinschauen. Aber die Methoden und Tools sind
vorhanden auf dem Markt und auch durchaus interessant. Genau, wie das Ganze aussehen kann, sehen Sie dort. Tiefer wollten wir da aber nicht eingehen, aber man muss eben einfach drüber nachdenken, wann wende ich es an und wann nicht. Genau, noch eine Sache, über die wir viel gesprochen haben, ist das Thema, wir befragen natürlich den Nutzer. Er kann oder möchte nicht immer uns die wahre Meinung mitteilen, manchmal überfordert es ihn auch einfach. Wir haben immer das Thema Verhalten, über das wir jetzt auch viel gesprochen haben, auch ein paar Tools dazu vorgestellt haben. Hier ist natürlich der Nachteil, wir wissen ganz häufig nicht, warum verhält sich ein Nutzer so, wie er sich verhält. Das bedeutet im Grunde genommen, die Mischung aus Befragungsdaten, Verhaltensdaten ist für uns so ein bisschen der heilige Gral, wo wir am meisten Informationen einfach rausziehen. Gleichzeitig ist aber so, dass es gewisse Verhaltensdaten gibt, wo wir dann überrascht sind als Marktforscher, dass wir dann häufig nicht dran denken und dass diese einfach recht wenig genutzt werden, wobei sie gerade zur Hypothesengenerierung häufig enorm wichtig sind. Also woher weiß ich eigentlich, hier muss ich vielleicht mal eine Buchungsstrecke näher reinschauen, weil irgendwie anscheinend hier der Userflow unterbrochen wird und hier vielleicht irgendwas im Argen liegt. Und da eignen sich eben die herkömmlichen Quellen, die eigentlich im Bereich so Website-Performance genutzt werden, sehr, sehr gut, wo viele Marktforscher aber gar nicht so stark mit arbeiten. Das ist eben einmal das Thema Website-Analyse, also ganz häufig auch abgedeckt über Google Analytics, wo wir eben Informationen darüber bekommen, wie gelangen Personen eigentlich überhaupt erstmal auf unsere Website, wie verhalten sie sich dort, also wie lange bleiben die, was gucken sie sich eigentlich so an und vor allem, wo springen die Nutzer vielleicht auch ab, an welcher Stelle. Und genau an dieser Stelle kann man natürlich auch ins Detail gehen, sich anschauen, okay, es scheint ja anscheinend gewisse systematische Probleme zu geben, um auf der Basis dann eben weiter zu forschen, im Rahmen von wirklich UX-Testing, Remote-Test, was auch immer man sich eben vorstellen kann. Und hier können wir auf jeden Fall sozusagen an Sie appellieren. Es ist echt gut, sich mit diesen Daten vertraut zu machen, weil die wirklich ein Schatz sind im Bereich Website-Performance optimieren. Und hier kann eben auch traditionelle Marktforschung mit eher modernen Performance-Messungsansätzen sehr, sehr gut zusammenfinden. Das ist eben wirklich eine richtig inhaltliche Auseinandersetzung mit Website, App und Co. Das Zweite, was es gibt, ist das Thema Technical Audit, wo es eher um eine technische Messung der Performance geht. Das funktioniert über Website Crawling. Darüber kann festgestellt werden, sind eigentlich alle Webseiten erreichbar überhaupt erst einmal und wie schnell sind diese auch erreichbar? Also gibt es gewisse Websites, die vielleicht sehr, sehr langsam laden, was dazu führt, dass auch hier vielleicht wieder der Userflow irgendwie unterbrochen werden kann. Habe ich eigentlich den Content meiner Website irgendwie halbwegs gerecht auf einzelne Unterteile verteilt oder ist es so, dass quasi eine bestimmte Website alle Informationen vorhält, dadurch irgendwie ganz, ganz viel Text entsteht, also sich Personen vielleicht schlecht orientieren und ich bei anderen vielleicht zu schmal unterwegs bin. Das alles kann man tatsächlich mit recht wenig Aufwand messen und auch schon das Zusammenbringen von einem Technical Audit zusammen mit einer Website-Analyse, also das, was machen die Personen da und wie sieht es eigentlich auf der Website aus, kann extrem großen Mehrwert bringen, erstmal überhaupt Hypothesen zu generieren, wo muss ich denn hier vielleicht mit einem Testing ansetzen und daraus Verbesserungsmaßnahmen ableiten. Und damit kommen wir eigentlich zu unserem Schlusspunkt wieder. Es geht um das Befragen und Beobachten. Damit ist mein Fazit auch geklaut. Nein, aber alles, was bei diesen UX-Tools im Vordergrund steht, und wir haben ja auch gesehen, es macht durchaus Sinn, diese auch zu kombinieren, ist es immer das Beobachten, ein bisschen natürlich auch das Befragen, klar, aber vor allem die Verhaltensbeobachtung. Das ist jetzt so ein Einblick in den Methodenkasten der UX-Tools. Das kann man natürlich auf ganz viele Produkte, Szenarien, Fragestellungen anwenden, miteinander kombinieren und ja, wir haben gesagt 30 Minuten, wir sind jetzt bei 33. Wir hoffen, dass wir Ihnen heute einen kleinen Einblick in den Baukasten quasi gewährleisten konnten. Nächste Woche findet unsere letzte Summer School zum Thema Analyse von User Needs als Ausgangspunkt für die Entwicklung und Innovationsfindung statt. Und wie auch eben schon angekündigt, das sind wir beide. Also ich bin der Till Winkler und das neben mir ist der Sebastian Schmidt. Großartig. Wir könnten Anrufbeantworter besprechen. Das sind wir beide. Und wenn Sie irgendeinen Hinweis noch haben, vielleicht auch eine konkrete Frage, aber eben vor allem auch, was sollen wir nächste Woche in dem Webinar noch besprechen, neben den Punkten, die wir natürlich auf der Agenda haben, dann schicken Sie uns doch einfach eine Mail. Ansonsten bleiben Sie gerne noch eine Weile, um uns Fragen zu stellen, wenn Sie möchten. Da wir sehr, sehr viele Teilnehmer sind, würde ich das Mikrofon nicht öffnen, aber Sie können uns gerne anchatten. Und ich werde dann die Aufnahme an der Stelle quasi beenden, aber nur die Aufnahme und bedanke mich für auch wieder ein reges Interesse an Volume 2. Vielen Dank.